Dieses Outdoor-Messer, ja, das gibt es ja schon, ja, solange ich denken kann. Und zwar das Mueller Kodiak. Das Teil, ja, das ist ein richtig schnittiges, bissiges Teil, das als Outdoor-Messer alles mitmacht. Wenn du wissen willst, was ich davon halte und ob es auch etwas für dich ist, wenn du es noch nicht kennst und noch nicht hast, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass der Messerkanal dabei bist. Das Kodiak von Mueller, spanische Produktion. Ich meine, okay, seit ich denken kann, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das Messer gibt es natürlich schon einige Zeit am Markt. Und es hat sich ganz einfach bewährt. Es gibt viele Fans, es gibt auch einige, die das Messer überhaupt nicht leiden können, aber alles der Reihe nach. So, spanische Messer sind gut und auch irgendwie nicht. Entweder mag man sie oder man mag sie nicht. Und ich muss sagen, dieses Messer, das mag ich sehr, sehr gern. Es ist für klassische Bushcraft-Outdoor-Arbeiten wunderbar geeignet. Abfallende Klinge, das bedeutet, man kann, wenn auch nicht ideal, aber es auch als Jagdmesser zum Aufbrechen zum Beispiel verwenden. Da gibt es jetzt dann andere Messer, die das vielleicht noch einmal ein bisschen besser können, oder Allround-Messer, die das vielleicht noch einmal ein bisschen besser können, wie zum Beispiel vom Lars Feld. Ja, das Messer, das habe ich auch vorgestellt, gibt da unten den Link in meinen Shop, wenn du magst. Ja, das ist auch das Video, kannst du das anschauen. Aber es ist auf jeden Fall ausreichend. Das Ricasso, glaube ich, so nennt man diesen Teil hier, der ist so gemacht, dass er erträglich ist. Denn natürlich an dieser Stelle hier habe ich die meiste Kraft bei dem Messer. Und mit der Schleifkerbe, die auch ein bisschen groß geworden ist, nehme ich mir ein bisschen was an Druck hier weg. Also ich zeige es noch einmal her. Ich nehme ein bisschen was an Druck weg, zumindest so wie ich arbeite. Aber es ist im Endeffekt kein Problem. Ja, das ist jetzt wirklich, das ist, wie man in Österreich sagt, i-Tipferl, das heißt so ganz, aber das ist wurscht, das macht das Messer nicht wirklich schlechter. Übrigens, ich habe es leider nicht im Shop, ich könnte es zwar in den Shop nehmen, aber mein Einkaufspreis ist dermaßen uninteressant, dass ich da gleich sage, kauf es auf Amazon, dort habe ich es auch her, da kriegst du es zu einem wirklich fairen Preis, weil ich kenne den Einkaufspreis und das könnte ich meinen Kunden nicht anbieten, deswegen gibt es bei mir im Shop nicht, aber nicht, weil das Messer nicht gut wäre, ganz im Gegenteil, aber ist so. Also du siehst, sehr, sehr performant. Es ist ein, ich lese jetzt vor, 14C28N Sandvik Stahl in einer Lederscheide hier in diesem Fall. Ja, habe ich das Teil mit dabei. Nehmen wir gleich einmal dieses Bandel raus. Nämlich das Lineard-Loch hier an der Stelle ist ausreichend, damit man noch was, zum Beispiel Paracord oder das mitgelieferte Bändchen durcharbeiten kann. Aber es ist jetzt auch nicht so groß, dass man, ich sage jetzt mal, wenn man zittert, dadurch es durchschafft, also man muss schon genauer, aber es geht sich alles wunderbar aus. Und es hat natürlich den großen Vorteil, dass man das Messer hier hinten halten kann, um eben jetzt zum Beispiel zum Entasten, zum Leichthackarbeiten, wenn ich was rausschneiden muss, zum Beispiel aus einem Haselbereich, also aus einem Haselstrauch, den unteren Bereich, zum Beispiel fürs Feuerbohren oder weil ich irgendwas anderes Bushcraftiges bauen will oder im Survival Training. Also mit dem Messer macht man definitiv nichts falsch. Was ich auch sehr angenehm finde, ist das Griffmaterial. Auch schön finde ich diese Ausnehmungen, diese Ausfräsungen. Das erinnert mich ein bisschen an das MK10, glaube ich, war das vom Messerkönig aus Wien. Habe ich auch ein Video gemacht, oben beim i-Klicken. Das ist auch sehr, sehr interessant vom Stil her. Ob du jetzt eine kleine Hand hast oder so eine Mittelhand wie ich oder auch größere Bratzen, es macht nichts. Der Griff ist so konzipiert, dass du ihn auch mit wuchtigen Händen gut halten kannst, weil nirgends Ausbuchtungen oder Formgebungen wären, wo der Designer sagt, so musst du das Messer halten, alles andere ist nicht gut, das ist hier nicht der Fall, so wie es bei einem klassischen Outdoor-Messer ganz einfach auch gehört. Es gibt genug Grip. Ja, also das ist überhaupt kein Thema. Auch der Guard hier ist genau an der richtigen Stelle und so gemacht, dass du das Messer einerseits noch relativ weit vorne halten kannst, um eben bei Schnitzarbeiten energiesparend und effizient durcharbeiten zu können. Auf der anderen Seite du nicht nach vorne rutschst. Da gibt es ja auch andere Messer, wo das immer wieder passieren könnte, wenn man nicht aufpasst. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Auch hier, also ich kann bei dem Messer überhaupt nichts Negatives finden. Ja, das ist auch gut, das ist auch gut, ist auch schön. Es ist ein richtiger schöner Schneidteufel. Das zeigt uns auch die Klinge vom Anschliff her. Es ist kein Aufbau mit dabei. Wir werden dann nachher noch ein bisschen batonieren. Das ist ganz klar. Und der Stahl ist
Ich meine, ich kenne mich mit dem Stahl nicht aus und es interessiert mich auch nicht, so wie ich das immer wieder sage und für manche absolut nicht nachvollziehbar ist, es interessiert mich nicht. Was ich dir aber sagen kann, das ist jetzt relativ neu, weil ich mein altes verloren habe, aber auch bei meinem alten, dass ich, es ist sicher irgendwo, aber du musst dir vorstellen, ich habe dreistellig Messer daheim. Ja, also das ist nicht so einfach, das wieder zu finden. Ich kenne Leute, die das alles in Schachteln haben und dann nummeriert und ein eigenes System haben. Das gibt es bei mir nicht. Bei mir liegt das alles irgendwo und da und dann greife ich da mal wieder hin. Also ich bin ein bisschen irre, sowieso, das ist sowieso bewusst, wenn du mich schon länger beobachtest. Aber es ist irgendwo und jetzt hat es mich aber wieder gereizt. Ich wollte es wieder, ich wollte es einfach wieder haben und daher habe ich es mir jetzt wieder neu auf Amazon gekauft. Aber was ich damit sagen wollte ist, er lässt sich sehr gut schärfen, er bleibt auch relativ lang scharf. Ich meine, wenn ich das jetzt vergleiche, und dazu habe ich das Feldkniven mitgebracht, da will ich dann nur eine kleine Anekdote dazu erzählen, ja. Ist es ganz einfach großartig, ist wirklich großartig, auch sehr robust, also ich kann dir nur sagen, du wirst deine Freude damit haben. So, und jetzt, bevor wir dann batonieren und Feuerstahlübungen machen etc. pp. Oh, der Powercut geht auch wunderbar. Mein erstes extrem cooles und meine erste Liebe ist nicht der richtige Ausdruck im Messerbereich natürlich. Ja? Nein, das stimmt nicht, aber das Feldkniven hat mich extrem lange begleitet und es ist super und es ist großartig und ich kann das als Einsteigermesser, ist natürlich ein anderer Stil, ist ganz klar. Aber die Klingenlänge ist ungefähr gleich. Der Griff natürlich nicht, der hier ist viel schlanker vom Feldkniven. Und das macht es natürlich auch noch einmal kompakter, vielleicht ein bisschen leichter und trägt weniger auf. Und das ist auch alles okay. Und Scheidenmaterial will jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber so einfach vom Arbeiten her, wenn du ein Feldkniven kennst und magst, ja, so, ja, von den Ideen, die gebaut und integriert sind, sind sich diese beiden Messer, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so ausschaut, sehr ähnlich. Nicht gleich, und ich sage jetzt nicht, der eine hat vom anderen abgeschaut, überhaupt nicht. Aber die sind ziemlich ähnlich. Das Kodiak ist etwas höher, ja? Hier ist etwas schlanker. Das ist ja auch, wie gesagt, als Survival-Messer gedacht, dass man es halt immer mit dabei haben kann. Wenn du aber länger schnitzt, mehr schnitzt, wenn du Bushcraftiger unterwegs bist, dann, obwohl ich das Feldkniven im Shop habe, ja, kriegst du natürlich bei mir, ist klar, gebe dir unten den Link, würde ich trotz alledem, wenn du mehr arbeitest und etwas Wuchtigeres gerne in der Hand hast, würde ich auf jeden Fall das Kodiak bevorzugen. Warum? Weil du durch den Mehrgrip, durch das Mehr in der Hand haben, auch viel mehr Kontrolle aufbauen kannst, als das jetzt zum Beispiel, und da geht es jetzt nicht um den Anschliff oder die Schärfe, als beim Feldkniven. Ich hoffe, ich kann das gut rüberbringen. Ja, ich hoffe, ich kann das gut rüberbringen. Ich kann diese Arbeiten hier auch alle mit den Feldkniven machen, das ist überhaupt kein Thema, aber es ist einfach, ja, du hast weniger in der Hand. Und das hier, das hat was und du kannst sehr schön fein arbeiten. Ich finde auch, dass die Klingenrundung durch diese höhere Klinge ja, wirklich was kann. Also mir taugt das irrsinnig. Ja. Absolut geniales Messer. Scheide, die ich hier jetzt konkret habe, ist eine Lederscheide. Die hat hier diesen komischen Clip mit dabei. Damit es so jetzt, wenn ich es gleich wieder reinstecken und rausstecken will, da würde aber das Messer rausfallen. Aber mit dem Clip, den ich hier einbaue, ist es fixiert. Also ich würde jetzt nicht sagen, das kann da hundertprozentig nicht rausfallen. Das will ich nicht behaupten, ja, bei genügend Gewalt, denn wenn ich da jetzt dementsprechend anziehe, natürlich schon. Aber jetzt so, wenn es da mal eine kleine Rolle macht, fällt es wahrscheinlich nicht raus. Ja? Also hier jetzt da zum Beispiel. Ja? Ich muss wirklich richtig anziehen, dann geht es raus. Hier Schlaufe, ist auch die Schlaufe und auch das gesamte System erinnert mich irgendwie schon ein bisschen. Also die, wenn du die Lederscheide von Feldkniven kennst, die hat das hier jetzt nicht, aber das erinnert mich einfach daran. Einfach so jetzt mal so. Nicht das, wie gesagt, ich will da jetzt überhaupt nicht Feldkniven oder Muela zu nahe treten. Ist wirklich ein sehr, sehr schön stimmiges Konzept. Arbeiten. Na gut, dann werden wir mal ein bisschen was hauen, ein bisschen Hauarbeiten machen. Und ja, den guten alten Eschenstab, den habe ich schon traktiert mit anderen Messern. Und natürlich, es fehlt hier ganz einfach auch die Masse, das darf man nicht vergessen. Trotz alledem tut es, was es tun muss.
Ist natürlich kein ausgesprochenes Hackmesser, das muss man einfach so festhalten. Ich mag es jetzt direkt vergleichen mit dem F1. Das vielleicht ein bisschen mehr Power hat, obwohl leichter. Ist aber wahrscheinlich auch dem Anschliff, diesem balligen Anschliff geschuldet. Aber kann sein, muss nicht sein. Ich weiß nicht, das ist jetzt eine Mutmaßung, eine böse. Oder bilde ich es mir nur ein, kann auch sein. Also ziemlich gleichwertig. Also solche Aktivitäten gehen, aber macht einfach keinen Spaß. Also da sitzt du einfach viel zu lang. Und dafür ist das auch nicht gedacht. Ja? Jetzt zum Beispiel wieder hier das abarbeiten und Locken machen. Das ist wiederum eine echte Freude, das kann ich da gleich dazu sagen. Also das macht auch Spaß. Also ich habe mal ein Video gemacht am Shop-Kanal, ist, dass ich versuche hier oben beim i den Link zu geben, über Kindermesser. Und ich will jetzt gar nicht über das Problem Kindermesser oder Nicht-Problem sprechen, sondern eine Aussage ist, das Messer muss einfach verdammt scharf sein. Und zwar aus dem Grund, weil es sonst keinen Spaß macht, damit zu arbeiten. Wenn du ihnen ein stumpfes Buttermesser gibst den Kindern, dann werden sie auch die Freude am Schnitzen nicht haben. Und es ist nicht sicherer dadurch, ja? Ganz im Gegenteil. Also das hier ist ein Eschenstab. auch ein Stab. Also das, was ich da rausarbeiten kann, ja, diese Flocken hier mit dem Messer, ja, das mag dich jetzt vielleicht nicht beeindrucken und sagst, ja, da hat er ein paar Locken. Das ist wirklich, also das kann was. Also wenn du was Schnittiges, Schneidiges suchst, bist du auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Ich finde es halt auch schade, dass ich es selber nicht im Shop habe. Aber das ist so. Ja. Es macht keinen Sinn. Wie gesagt, ich kenne meine Einkaufspreise, die sind dermaßen unterirdisch, dass es keinen Sinn macht, das jetzt anzubieten. Ja, weil ich müsste einen Preis machen, das ist nicht fair. Ja. Geh auf Amazon, kauf dir dort, wenn du es willst, oder bei einem anderen Anbieter, ich habe keine Ahnung. Aber ist ganz einfach so. Vielleicht ändert sich das mal. Das mag sein, aber im Moment ist es ganz einfach so, dass ich es nicht zu einem vernünftigen Preis kriege. Also da kann das F1 einfach nicht mit. Das muss man einfach mal so festhalten, obwohl das auch scharf ist. Ja. Ist auch ne, siehst du den Unterschied? Das ist einfach, doch noch einmal eine andere Liga. Also definitiv Daumen nach oben. Ja, und selbstverständlich kann man damit auch klassisch batonieren. Das ist ganz klar. Aber natürlich, es ist sicher in Ordnung, dass sowas hier und das hält das natürlich auch aus, also das ist jetzt gar nicht der Punkt, ja. Aber natürlich ist das jetzt auch aufgrund der Klingenlänge, für so Kleinholz ist das auf jeden Fall total in Ordnung, da gibt es überhaupt nichts. Aber ja, ist halt eine andere Art. Also, wie gesagt, der Bushcrafter, der jetzt zum Beispiel seinen Hobo-Kocher damit bedienen will, wird damit auf jeden Fall glücklich. Das ist absolut in Ordnung. Und weil ich jetzt wieder den Vergleich zum Feldkniven hernehmen mag, sie ist auch von der Klingenstärke. Das Feldkniven ist ein bisschen stärker als das Moela, aber das ist jetzt nicht ernsthaft relevant. Und ich werde jetzt den Feldkniven-Test nicht machen, aber das ist sehr ähnlich, kann ich da gleich sagen. Also das passt einmal ganz gut. Und dann natürlich jetzt beim Locken machen, da wird das Moela ganz einfach die Stärken ausspielen und das ist einfach schön. Das ist wirklich, es ist einfach schön zu arbeiten. Das ist ein Buchenstab, ist also auch nicht unbedingt das ideale Holz zum Locken machen, weil einfach doch auch eine gewisse Härte dabei ist. Also, das muss sagen, das ist super. Wow. Ich hoffe, die Kamera schaltet das schön scharf, also das ist einmal super. Und dann auch der dazugehörige Klingenrücken für die Feuerstahlbedienung. Das ist der XL Feuerstahl bei mir im Shop, gebe ich da auch unten den Link dazu. Bei dem macht das natürlich auch Spaß. Und willst du brennen? Nein, will ich nicht. Hier ist da schon so viele Leute zu oder auch nicht, weiß ich nicht. Aber ich hätte halt nicht das, wie gesagt, ich hebe die Teile einfach da vom Boden auf, da regnet es drauf und so weiter und so fort. Also es ist sicherlich auch nicht das trockenste Holz, aber das passt einmal ganz gut. Liegt natürlich auch am Feuerstahl, das ist ganz klar, aber der Feuerstahl ist nicht so wichtig, ja, der Feuerstahl ist nicht so wichtig, wie das Bedienelement. Natürlich kann man Schaber mit dabei haben, aber wenn du jetzt sozusagen ein Messer mit dabei hast, meiner Meinung nach muss das ganz einfach gut können und das ist super. Also es ist wirklich super. Natürlich wird das Messer ein bisschen grauslich davon, aber ja, super, taugt mir total.
Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das Messer ist großartig. Ich kann es hundertprozentig empfehlen, wenn du so etwas suchst. So ein Fahrtenmesser, was halt immer mit dabei ist für, bei deinen Outdoor-Aktivitäten. Das muss aber nicht extrem groß sein. Also du willst das nicht machetenmäßig hacken, sondern willst halt auch, ich glaube, dass das auch 42A-konform ist aufgrund der Länge. Wobei, ich habe keine Ahnung, es ist auch wurscht, eigentlich in Österreich, aber ich denke auch an die deutschen Zuseher. Sekundäre Phase mit drauf, ein richtig schöner Schneidteufel, lässt sich gut schleifen, ist alles richtig schön in der Hand. Und jetzt bist du dran. Was hältst du von dem Muela? Von dem Kodiak? Es gibt ja auch andere. Wenn du auch meine anderen Muela-Teile sehen willst, schreib mir unten einen Kommentar, dann werde ich das sehr, sehr gerne tun. Was ist deine Meinung dazu? Bist du auch der Meinung, dass das ein ideales Outdoor-Bushcraft oder auch Outdoor-Survival-Messer ist? Wie findest du das Design? Oder bevorzugst du eher das Feldkniven F1? Billige Eigenwerbung, ihr gebt den Link natürlich in meinen Shop und zu Amazon und überhaupt und sowieso. Daumen nach oben oder nach unten, Abo da lassen, da geht's zum F1. Das Muela habe ich nicht. Ein paar andere Videos auf Faldo Labor.de vorbeischauen. Bis bald und ciao, ciao.